Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 2 Assassins of Kings. So, Weckerchen ist aufgestellt, dann legen wir mal wieder 19 Minuten und, naja, 20 Minuten los. Das letzte Mal waren wir auf dem Weg zum Kairan. Ich muss mich gerade mal wieder ein bisschen orientieren. Wir wollten eine Probe aus dem Kairan, aus dem Boot, den das Kairan umschlungen und runtergezogen hat, holen. Und dazu folgen wir gerade einem Waldpfad hier, der ein bisschen von Banditen gesäumt ist, aber bis jetzt konnten wir uns ganz gut behaupten. Ich habe da Hoffnung, dass dem so bleibt. So, was haben wir denn hier? Das sieht doch nach Triss aus. Das ist wohl kein Bandit. Hallo Triss, was machst du denn hier mitten im Wald? Bin gespannt, was von diesem Wrack noch übrig ist, von dem Cedric gesprochen hat. Wenn es von einem Kairan attackiert wurde, nicht viel, schätze ich. Zum Glück suchen wir nicht nach menschlichen Spuren, sondern nach denen des Ungeheuers. Okay, Triss schließt sich uns also an. Jetzt gucke ich aber gerade nochmal hier hin, nicht, dass wir hier noch irgendwas übersehen. Hier geht es noch auf so eine Brücke. Vielleicht liegt da ja noch irgendwas, eine Truhe oder so. Sieht aber nicht so aus. Sieht einfach nur aus, als könnten wir uns hier eine schöne... Naja, so schön ist die Aussicht auch nicht ansehen. Na gut, dann gehen wir mal da hinab. Triss ist jetzt da irgendwo runtergesprungen. Jetzt hätte ich ihr vielleicht doch gleich folgen sollen. Ah, mal gucken, wir werden das schon finden. Irgendwie so hier entlang, genau. Und an den vordefinierten Spots. Man muss ja jetzt schon mal sagen, in The Witcher 3 kann Geralt nun endlich frei nach seinem eigenen Gutdünken und Willen springen. Ist es nicht unglaublich? Ja, es ist. Es hat mich auch übermannt. Ich freue mich schon so auf das Ding. Jetzt kommt ja erstmal übermorgen Risen 3 raus. Da darf man auch schon mal gespannt sein. Die GameStar sagt ja schon mal, ja, guter Durchschnitt wieder, ne? Hat übliches Gothic, aber ich habe mich noch nicht satt dran gesehen, also insofern werde ich noch Spaß damit haben. Und mal schauen, je nachdem wie gut es ist, gibt es da vielleicht dann auch mal ein Let's Play zu. Jetzt müssen wir aber erstmal Geralt machen. Geralt, oh nein, ich will zurück. Geralt hat absolute Priorität aufgrund seiner Badassigkeit. Ja. So. Alraunenwurzel. Oh, nehmen wir doch mit. Ganzes Gemüse hier erstmal einpacken. So, da ist wieder Triss. Ich ahne das Schlimmes. Ne? Erstmal speichern. So. Weiß nicht, ob das so gut ist. Da jetzt einfach runter zu gehen. Triss, was meinst du? Ist alles in Ordnung bei dir? Wie lebt es sich mit den Soldaten Roches? Toll. Ich kenne so ziemlich alle Fäkalwitze der Welt und weiß nun, dass man den offiziellen Titel des Kaisers rülpsen kann, ohne vorher Bier getrunken zu haben. Klingt doch ganz nett. Außerdem weiß ich, dass der Kurze 16 Kinder hat. Und alle tragen die Namen temerischer Divisionen. Sein Spitzname rührt übrigens nicht von seinem Geschlechtsteil her. Aber nett, dass du dich um mich sorgst. Deine Stimmung scheint ja prima zu sein. Ich mag sie irgendwie. Es sind gute Menschen. Einer hat mir sogar einen Antrag gemacht. Wer ist der Wagemutige? Das behalte ich für mich. Ich dachte, dass Roches Jungs wenigstens ein klein wenig Respekt vor mir hätten. Hat seine Frau hier angebaggert, beziehungsweise seine Verlobte, glaube ich. Meine Erinnerung kommt wieder. Das Pogrom in Riva. Ich weiß wieder alles. Der Pöbel, abgeschlachtete Anderlinge, ein Junge mit einer Mistgabel. An was erinnerst du dich noch? An den Tod. Oder einen ähnlichen Zustand. Ich weiß nicht genau. Ich spürte, wie mein Leben entweicht. Ach, ich war dort. Nur einen Augenblick danach. Zu spät. Ach, das sind nur Erinnerungen. Wir haben jetzt ganz andere Sorgen. Ist erst mein Gedächtnis zurück, finde ich Antworten auf viele Fragen, die die Gegenwart betreffen. Das spüre ich. Kannst du Tattoos entfernen? Ich hätte da ein Anliegen. Könntest du mir eine Tätowierung entfernen? Stimmt. Irgendwas war anders. Ich wusste nur nicht, was. Und? Wie findest du's? Zeig mal. Ein nacktes Mädchen mit einem Schwert? Geralt. Quäl mich nicht. Ich hab mich nicht tätowieren lassen. Es gibt da eine Mixtur, die das tiefere Gewebe reinigt. Ich bräuchte dafür Grünschimmel, Blütenblätter der weißen Myrte und Wolfsaloe. Ich besorge jetzt die Kräuter. Wäre es möglich, das vor Rittersporn geheim zu halten? Nun hör schon auf zu gackern. Ich kann nicht. Verständlicherweise, sehr gut. Übrigens auch für die netten Leute, die hier Witcher 2 gucken. Ich habe ein neues Mikrofon und wundert euch nicht, falls das Ganze ein bisschen halliger klingt. Ich bin momentan noch so am gucken, wie man das am besten anbringen kann, dass man nicht allzu viel Raumhall hat. Im Vergleich zum vorherigen ist es aber doch deutlich anders, weil es nicht mehr direkt vor meinem Gesicht ist. Und insofern kann man jetzt schon ein bisschen mehr Raumhall hören, aber es ist halt zum Aufnehmen wesentlich angenehmer, ne? So. Und qualitativ eigentlich auch ein bisschen hochwertig, habe ich aber noch nicht so viel von gemerkt, aber es ist halt auch nicht gut konfiguriert. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ich soll jetzt da runter. Okay, ich wette, dass wir da unten viel Spaß haben werden.
Was waren das? Fußspuren oder was ist da los? Siehst du diese Spuren? Ja, ein grässlicher Ort für einen Spaziergang. Es sei denn, man ist auf der Suche nach tiefen Eindrücken. Tiefen Eindrücken, alles klar. Lass uns mal schauen. Also hier sind auf jeden Fall Spürchen. Das heißt, jemand war mal hier. Das Lager des Kairan. Ach, der wohnt noch hier. Das finde ich ja nicht so pralle. Ich würde dann jetzt ungern mich da... Schon wieder das Medaillon. Oh, scheiße Neckar. Eine Menge Neckar. Okay, let's do this. Das Ausweichen. Griffelst du mit? Ich hoffe doch. Ja, das ist fein. Können wir auch mal heftig draufhauen und den hier noch. Ey, Gerald, anvisieren. Dankeschön und. Alte Bekannte. War gar keine Neckar. Man feuchte Augen, was? Ja. Lass uns nach den Spuren suchen und dann von hier verschwinden. Oh, warte, Moment. Erstmal das durchsuchen. So. Dann durchsuchen wir das auch noch. Dann machen wir gerade mal hier den. Dann sehen wir nämlich alles, was wir looten können. Ah, sieht ja wunderhübsch aus hier, der kleine Schimmelbach. So, bevor wir hier die weitermachen, ihr seht schon, warte, ich muss erstmal das wegstecken. Ich würde gerne in den Meditationsmodus gehen, aber das scheint nicht zu gehen, wenn Triss dabei ist. Das heißt, wir müssen ohne Tränke. Ein Bock gefüllt mit Schwefel und ein toter Bauer. Wie in der Legende aus dem Osten. Dem Kairan hat das aber nichts ausgemacht. Nee, der hat ihn einfach fertig gemacht. Naja, gut. Da hat wohl ein Bauer mal versucht, das in die eigenen Pfötchen zu nehmen. Ist ein bisschen schief gegangen. Man kann sich halt nicht immer auf Mythen und Legenden verlassen, ne? Sieht schon hübsch aus hier. Bisschen schleimig, eklig. Schleim einsammeln, Junge. Augenblick mal. Was hast du vor? Einfacher diagnostischer Zauber. Sollte uns ein paar Fragen beantworten. Dann mal einen Randriss. Er ist krank, Geralt. Ein sterbendes Ungeheuer. Wie lange lebt er noch? Ein paar Jahre. Vielleicht ein Dutzend. Das ist ein bisschen viel. Zu viel. Ja. Was hat er? Jede Information kann nützlich sein. Der diagnostische Zauber zeigt, dass ein Teil seiner Zellen mutiert ist. Hast du noch mehr handfeste Informationen? Was weißt du noch? Er ist ziemlich giftig. Kennst du ein Antidotum? Dein Hexerstoffwechsel müsste die Toxine neutralisieren, sofern die Dosis nicht allzu groß ist. Aber verlass dich nicht allein auf deine Mutation. Das Elixier aus Schattenbeinwurz erleichtert die Sache. Das Kraut kenne ich, weiß aber nicht, wo es wächst. Ob ich den Kairan ohne Schutz durch das Elixier töten kann? Wie du meinst, ich habe dich gewarnt. Sheila brennt vor Ungeduld, aber geh nicht zu ihr, sondern frag die Einheimischen nach dem Heilkraut. Diesen Cedric zum Beispiel. Hier, das ist das Rezept für das Elixier. Jetzt wende ich mich wieder meinen Problemen zu. Kommst du klar? Mhm. Ich denke doch, ne? Okay, Triss, dann hauen wir rein, ne? Und die, was ist das denn? Teleportiert die sie einfach weg. Schwupp. Finde Schattenbeinwurzel oder sprich mit Cedric. Alles klar. Wir gucken uns natürlich jetzt erstmal speichern wir, dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Stell das Elixier der Maguste her. Oh, ganz entspannt. Farblich ist das hier auf jeden Fall einfach genial. Das sieht schon wirklich total toll aus. Die spielen halt sehr viel mit sehr extremen Farben und Stimmungen, aber das ist wirklich schön. Hier ist ein Skelett. Schlüssel des Kapitäns der Petra. Untersuche das Schiffswrack. Dort können wir doch gerne mal machen. Da ist eine Truhe. Das sieht doch schon so aus, als würde der Schlüssel da reinpassen. Na, mal gucken. Wir gehen einfach mal das Schiffswrack ab. Da ist doch schon was. Bericht des Kapitäns, Logbuch des Schiffs. Finde die Truhe, die als Briefkasten der königlichen Post dient. Erstmal gucken wir uns an, was denn da an Büchern drin stand. Bericht des Kapitäns. Dies ist eine getreue Abschrift des Logbuchs der Petra Sille. Sorgfältige Notiz auf dem Umschlag. Zu Händen seiner Magnifizenz des Rektors der Universität zu Ochsenfurt. Zustellung ausschließlich per königlichen Post. Okay. Und dann haben wir noch das Logbuch des Schiffes. So, Logbuch des Schiffs Petra Sili. Die Expedition nach Lok Muni war ein Erfolg, der sowohl die Oberen der Universität als auch den so großzügigen König Foltes zufriedenstellt. Besonders zufrieden scheint Oswin zu sein. Ich habe noch nie einen Zauberer vor Freude Luftsprünge machen sehen. Oswin hat die Mannschaft
aufgewiegelt, indem er die Präzision verteilte und die Artefakte für sich behielt. Zum Glück blieb Foltest Marine loyal. Auf der Höhe von Fergen kam es zum Gefecht und wir versenkten die Dedin. Wir mussten dennoch fliehen, da wir permanent von Harpien angegriffen wurden, die wir Oswens Fluch zu verdanken hatten. Oswen ist zwar auf Grund gegangen, aber sein Zauber ist immer noch stark genug, um Ungeheuer herbeizurufen. Die Soldaten kämpfen tapfer gegen die Flussmonster, die uns verfolgen. Ich vollende meine Arbeit am Bericht für Oxford mit einer Zusammenfassung der Forschungsergebnisse und der Kennzeichnung der Stelle, an der die Dedin versank. Wir sind bald zu Hause. Also ganz hat das anscheinend nicht geklappt, wer mit dem nach Hause kommen. Wer nutzt die königliche Post in Flotsam? Ich könnte das hier abliefern. Ja, wenn wir das finden, ne? Finde den Briefkasten der königlichen Post. Ach so, das war das. Erstmal gucke ich jetzt noch, ob ich nicht noch die andere Kiste da öffnen kann. Die sieht so kistig aus. Ich will da ran. Aber mehr scheint hier nicht zu gehen. Das heißt, einmal F5. Wupp. Dann meditieren geht irgendwie immer noch nicht. Ich darf hier anscheinend nicht meditieren in diesem Bereich. Jetzt gucke ich nochmal gerade, ob wir noch was finden. Noch ein Bötchen. Das ist aber nur voll mit Schleim. Mehr ist da nicht los. Stein. Ja, mehr ist ja nicht. Dann können wir uns erstmal wieder zurück machen. Und dann tatsächlich einmal diese Post abgeben. Und dann gucken wir, dass wir das Elixier zubereiten oder zubereitet bekommen. Denn so ohne Schutz werde ich mich ganz bestimmt nicht diesem riesigen Kairan stellen. Oh, warte, da war wieder was. Das nehmen wir noch mit. So, na, Mann, ran. So, Geralt, du darfst wieder klettern. Diese Irrenanstalt haben wir jetzt nicht gefunden. Die scheint also nicht in diesem Bereich der Map zu sein. Da müssen wir wohl woanders hin. Wir können ja mal die Karte öffnen und mal schauen, wo die denn sein könnte. Wir sind jetzt hier. Okay, hier unten. Hier ist noch irgendwie was, wo wir noch nicht waren. Da könnten wir mal hin. Das ist einfach nachher hier gerade den Weg runter. Das sollte ja machbar sein. Hier war der komische riesige Troll. Hier oben waren wir auch noch gar nicht in diesem Bereich. Da sollten wir auch nochmal gucken. Wir müssen aber auch noch irgendeine Höhle finden oder so, wenn ich mich noch recht entsinne. Also da ist noch was zu tun. Das wird sich wahrscheinlich noch alles irgendwo auftreiben lassen. So, weiter nach oben. Na los, Geralt. Sei nicht so faul. Genau, hoch die Treppe. So. Wieder zurück in den Wald. Ach, diese wunderbaren Fliegengeräusche. Erinnert mich so ein bisschen an die Sims, wenn man sein Essen hat immer liegen lassen. Ich kann immer noch nicht meditieren. Das macht mich ein bisschen stutzig, dass das nicht geht. Nicht doof? War doch SRG. Oder was? Shift? Nee, SRG. Naja, gut, okay. Wir gehen mal weiter. Wir werden schon noch rausfinden, warum ich nicht mehr meditieren darf. Hier vielleicht? Ne? Und hier? Ne? Okay, wir gehen einfach mal zurück. Mit etwas Glück sind hier jetzt auch keine Banditen mehr. Die haben wir ja immerhin letztes Mal schon alle erledigt, aber das heißt ja nicht, meistens ist ja nach dem Laden alles wieder da. Zumindest die Truhe. So. Dann mal so. Ich wähle auch schon mal den Quest aus hier mit der Post. Ne, wo ist die Post? In den Fängen, Kairan. Der Fluss der Geheimnisse. Bla 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 bla. So, das scheint das zu sein. Finde den Briefkasten der königlichen Post. Mal sehen auf der Map. Gibt's da irgendwo einen Marker? 9. Da müssen wir selber suchen. Na gut. Wir werden den schon finden. Irgendwo wird er ja sein. Vermutlich in Flotsam. Wupp. Kleiner Ladezuckler hier, ne? So, erstmal wieder zurückfinden. Langsam fühle ich mich ja ein bisschen heimisch in dem Wald, aber so am Anfang, muss man sagen, ist der schon ziemlich verwirrend. So, Wald bei Flotsam. Da ist auch schon Flotsam. Hallo. Da schlägt einem das Herz bis zum Hals. Ja. Was du sagst, ne? Da muss man zustimmen. So, jetzt gehen wir, wo da oben sowieso Cedric steht, können wir auch mit dem direkt mal quatschen, wegen dem... Kann ich jetzt eigentlich wieder... Ich kann immer noch nicht meditieren, also irgendwas ist merkwürdig. Hier konnte ich doch immer meditieren. Es geht nicht. Es geht nicht. Na egal. Okay, weiter geht's. Ich würde gerne Tränke brauen und so, ne? Aber nee, ist nicht. So, Cedric, schnapp mich mal voll hier bezüglich dieses wunderbaren... Das ist nicht Cedric. Wo ist Cedric? Das ist auch nicht Cedric, der ist viel zu dick. Cedric, wo bist du?
Ja, nee, ist klar, ne? Okay, wo ist denn Cedric hin? Der ist wahrscheinlich eher abends da. Ich würde ja jetzt meditieren, aber es funktioniert nicht. Ich habe da schon ein bisschen Angst. Nicht, dass das irgendwie verbuggt ist und ich das jetzt nicht mehr rauskriege. Dann schrei ich aber. Ist da jetzt noch ein Blümchen, die ich pflücken kann? So, okay, da gehen wir halt erstmal die Post suchen. Was soll's. Irgendwo wird ja die Poststelle sein. Wahrscheinlich in Flotzahn. Und wahrscheinlich oben in diesem... Ich zeige euch das gleich. Auf dem Markt ist dieses eine etwas größere Haus und wahrscheinlich da oben drin wird das sein. Jetzt gucken wir mal gerade, können wir hier noch irgendwas looten? Hallo? Nee, nee. Was ist das denn für ein Geräusch? Klang, als hätte jemand was abgeschossen. Die hängen ja immer noch. Oh, lass mal hängen, ne? Was gibt es Neues, meine Liebe? Was macht der Haushalt? Was macht der Haushalt? Lernen die Belger. Nachts stöhnt der Alte. Ich hätte jetzt hier mit gerechnet. Und wie ist das Landleben? Was eine gute Idee nach Edirne. Mal gucken, ob was hier drin ist. Was glaub, für ein Leben. Hier oben bei ihm kann man das, glaube ich, nämlich dann abgeben. Na, habt ihr Probleme hier, die Treppe hochzulaufen? Guten Tag. Ist das ein Briefkasten der königlichen Post? Auf deinem Schreibtisch steht ein königlicher Postkasten. Ja, die königliche Post gehört zu meinen Obliegenheiten. Das ist gut. Kann ich kurz reinsehen? Mal sehen. Könnte ich mir den Inhalt ansehen? Kein Problem. Viel Spaß bei der Lektüre. Adieu. Yeah. Dann lass uns mal reingucken. Bericht von Ludwig Meers. Brief einstellen. Lies alle anderen Briefe, die du in dem Kasten findest. Vergiss nicht, es kann ein weiteres Schiff irgendwas. Das ist eine Gelegenheit, um weitere stromaufwärts in Pontas zu reisen. Vergiss nicht, du kannst... Viel zu viel Text. Erstmal lesen, was wir hier haben. Bericht von Ludwig Meers. In Reaktion auf die Anfrage hinsichtlich der Fistech-Bande teile ich mit, dass wir in Flotsam keinerlei Spuren einer solchen Organisation finden konnten. Von Kneipenschlägereien abgesehen ist unsere Stadt frei von Verbrechen, was wir zweifelsfrei dem unermüdlichen Einsatz unseres Kommandanten Loredo zu verdanken haben. Die Gerüchte über den Räuberhauptmann Dimitri sind ebenfalls haltlos. Wie bereits im letzten Rapport vermeldet wurde, er für sein Verbrechen hingerichtet. Nein, wir haben den umgebracht. Kommandant Loredo empfiehlt dringend, den derzeitigen Informationen auszuwechseln, der offenbar lügt. Dass sich die Balken biegen, um dem Ruf des Geheimdienstes erheblich schadet. Der Kommandant wartet ferner auf die nächste Anfrage, die dann vermutlich einen Schwarm fliegender Schweine über Flotsam betrifft. Oder vielleicht Elfen, die bis an die Mauern der Garnison vorstoßen. Meine Herren, so habt doch Erbarmen. Möge die Götter Temerien schützen, Ludwig Meers königlicher Burgenvogt. Okay. Logbuch des Schiffs, das hatten wir alles. Mehr ist hier nicht. Los. Irgendwelche Bücher? Nee. Haftbefehl für die Soldaten. Okay, nee, da ist nichts mehr los. So, suche eine Gelegenheit, um weiter stromaufwärts des Pontas zu reisen. Vergiss nicht, du könntest auf ein weiteres Schiffswrack stoßen. Okay. Da werden wir mal noch gucken. So, So, da sind wir wieder. Da hat sich der gute Geralt mal gerade eben wieder kurzzeitig überlegt, doch mal wieder abzustürzen. Jetzt muss ich mal gucken, was ist passiert, als ich hier reingelaufen bin. Woran das wohl wieder lag? Man weiß es nicht. Stürzt dann einfach kommentarlos ab. So einfach wupp und tschüss. Ohne Fehlermeldung, ohne alles. Normalerweise soll das mit den Umlauten zusammenhängen. Hat sich auch drastisch reduziert, aber naja. Hin und wieder kommt es nochmal vor. Also Windows 8 und Geralt 2 hier vertragen sich nicht allzu gut. Auf Windows 7 hatte ich derartige Probleme auf jeden Fall nicht. Aber ich wechsle jetzt auf jeden Fall nicht wieder zurück. Wir stehen da schon gemeinsam durch. Das Neues, meine Liebe. So, der Part ist jetzt sowieso zu Ende, deswegen machen wir hier erstmal einen Break. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter das Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.